Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Direwolf Prime. Mir geht gerade die Stimme weg. Schon wieder. Wir hatten wir im letzten Video vielleicht, glaube ich, schon mal ähnlich. Aber kein Kommentar. Wobei, vielleicht werde ich jetzt endlich erwachsen, dann würde ich auch vielleicht ein paar reifere Let's Plays bringen. Wobei, ich glaube schon, dass ich relativ gediegen bin, oder? Nun ja, auf jeden Fall Direwolf Prime mit Dual Gauss, Dual X Turret Range, Medium Laser, Dual Large Pulse Laser und das Ding läuft mit Hitzeeffizienz fast plus minus null Hitze, die sich aufbaut. In der Theorie. Denn wir hauen jetzt ein Energiealpha raus. Wupp, 40% und wir warten, bis die letzte Energiewaffe runtergekühlt ist. Interessanterweise die Medium Laser. Und es ist fast komplett die Hitze abgebaut, was ziemlich geil ist. Die Large Pulse Laser, interessanter Art und Weise, sind dabei diejenigen, die schneller ab im Cooldown durch sind als die Medium Laser. Mehr Reichweite, mehr Schaden, etwas mehr Hitze, aber dafür wesentlich schnellerer Cooldown. Ziemlich abgefahren. Mal ganz ehrlich. Aber naja, also dadurch wird dann der Schaden auch hochgetrieben, weil gerade die Large Pulse Laser dann, wenn man im Dauerfeuer ist, die Hitze irgendwann doch mal, wenn man jetzt eine Minute im Dauerfeuer wäre oder so, an die Spitze treiben würde, dann schießt man halt einfach mal 5 Sekunden nicht, lässt das Ganze ein bisschen besser noch weiter runterkühlen. Nimmt nur die Gauss, aber ich habe es seltenst erlebt, dass man tatsächlich so viel krass im Dauerfeuer ist, dass, okay, der wurde gespottet. Setting up in 407. Okay, dass man so krass im Dauerfeuer ist, dass man überhitzt, das habe ich hier eigentlich eher nicht gehabt. So, und jetzt nur noch das Beste hoffen. Ich habe jetzt ein paar Anläufe gemacht, tatsächlich mit lahmarschigen Assaults, also hier nur knapp 50 km/h Sachen. Okay, den spare ich mir. Team zieht rüber. Oder Team zieht nicht rüber. Bis jetzt wurde ich aber immer aufgrund der mangelnden Höchstgeschwindigkeit vom Gegner gefressen. Was ein bisschen traurig ist. Man macht zwar dann auch so ein bisschen Schaden, irgendwie hat seine 300 Damage. Putz. Was ja auch nicht so verkehrt ist, 300 Schaden, auch wenn man drauf geht. Hat man seinen Teil geleistet, aber auf der anderen Seite als Assault, der so krass und geil ist wie das hier, ist dann schon ein bisschen schade. Oder auch mit Dual Heavy Gauss. Oder mit ganz vielen Ultras. Und hast du nicht gesehen? Einfach alles. Hier, ihr kriegt einen Arti zum. Na, fuck, der Arti ist besetzt. Okay, und jetzt ist wieder das Team schon einen Schritt weiter als ich. Vielleicht. Batz! Knapp verfehlt mit der Gauss, den dreckigen Raven. Das wäre schön gewesen. Okay, da steht ein Mate. Dem Mauler fast zu viel Damage zugeführt. Was auch immer ich getroffen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es Team oder böses Team war. Aber ihr könnt ruhig jetzt alle mal hier zusammenfinden. Batz! In Boden gesammelt, verdammt. Mit der Waffe in Boden sammeln ist so, als würden die Hoden beim Fahrradfahren auf dem Boden schleifen. Halt sehr unangenehm. Okay, der sein Tor ist kirschrot. Ich muss mich jetzt hier aber mal zurückziehen. Da ist man noch zu viel Prime-Target gerade. Team, kommt wieder hier rüber zu uns. Wir können die Hilfe gebrauchen. Batz! Wir stehen uns hier auch leider echt hart auf die Füße. Das ist ein bisschen negativ. Okay, sie werden mit einem Arti da gerade ein bisschen verscheucht. Der rote Rauch, normalerweise, wenn die Leute roten Rauch sehen, laufen sie da nicht unbedingt hin. Sie ziehen dann den Schwanz ein und gehen in eine andere Richtung. Aber beim Schauen, etwa die Seismic da oben ist, aber... Der Seismic kitzelt nichts raus. Work. Come on, they're still pushing the left side. Ein Baum. Got his leg up. Okay, der dreckige, nervige Raven ist down. Da, Timberwolf. Okay, ich habe auf dem kleinen Torso. Nicht so gut. Ich muss mich zurückziehen, da steht die Banshee vor mir. Ja! Ich verliere gleich den halben Mac. Jetzt geht mal das Go-Team ist halt rum. Blackliner da oben. Mit Streaks und Tag, du bist ein dreckiger Hund, ne? Ein Blackjack! Nicht, er ist gleich hier, er kommt wieder. Fuck, verzogen mit der Gauss.
Hey, oh fuck! Ich krieg von der Seite, ich hab nicht aufgepasst. Ja, jetzt kann ich nicht mehr abhauen. Machen wir noch das Beste draus, was wir hier so kriegen können. Der Awesome, der geht gleich down, vielleicht noch. Aber wohl nicht durch mich. Oh ja! Das hat sich gut angefühlt. Der Awesome, er versucht noch sein Bestes. Oh fuck, der Timberwolf! Shit! Oh! Ja, die Banshee als in meiner Rettung. Fuck, von den Streaks von oben! Und er, da hat sich der Drop gelohnt. Er ist runtergesprungen, um den Kill zu kriegen. Das hat er gut gemacht, leider. Verdammt, ey. Ich hatte kurzzeitig noch die Hoffnung, dass ich es überlebe, nachdem die Banshee zu meiner Rettung kam. Aber ich habe vergessen, dass der Blackjack oben noch auf seine Gelegenheit wartet. Aber muss ich neidlos anerkennen, guter Move tatsächlich, von da oben runter droppen. Ich habe den Tag Laser noch kurz vorher gesehen und dachte, ja, shit, jetzt musst du aufpassen. Aber es war auch zu spät. Aber okay, er kriegt jetzt seine Abreibung durchs Team. Well played. Und G to the G. Ich weiß nicht, ob die... Ja, machen wir GG. Ist in Ordnung, schreiben wir GG. Es war schön. Ich hatte meinen Spaß. Ich habe meine Glöckchen und Klingeln hören. 3 Kills, 2 Solo, 4 KMDD, 672 Damage gemacht. 16 Team, dumm, die dumm, dumm. Und dank Premium und Hero Mech Bonus. Quasi Hero Mech Bonus. Eine halbe Million Siebels. Lecker, lecker. Da kann ich ja gleich getrost ins Bettchen gehen und einfach von diesem geilen Match träumen. Vor allem von der Kohle. Ich meine, ich habe genug Kohle, aber trotzdem, es ist immer schön, wenn da große Zahlen stehen. Ich glaube, wir alle mögen große Zahlen. Ja, ja, ja. Der Bild dürfte den meisten... Warum sage ich so oft eigentlich, der Bild dürfte den meisten bekannt sein? Ja, ist halt so, wenn die meisten Bild kennen. Aber ich zeige ja trotzdem, wie das Ding aufgebaut ist. Das wäre genauso, als würde ich sagen, ja, dieser Bild hat jetzt heute mal Waffen verbaut. Das werdet ihr gleich auch erkennen, wenn wir uns den Mac anschauen. Da sind Waffen. Krass, mind blown. Ja, pro Arm eine Gauss, ein Pulslaser, ein Medium Laser. Recht viele Heatsinks. 5 Tonnen Munition verbaut hier. Aber ich habe. Nein, zu jetzt geht's hier gleich. Der Targeting Computer, der ist hier ganz nett. Finde ich persönlich wegen ein bisschen hier Beam Range Boost, Targeting Time Boost und so. Das sind halt immer nette kleine Boni, die das Ganze so mit sich bringen. Die ich doch zwischendurch schon sehr deutlich schätzen kann. Und das Ding habe ich eingebaut, weil für mich persönlich die Hitzeffizienz mit den ganzen Heatsinks ist nice. Der Munitionsvorrat reicht für mich persönlich. Auch noch nie leer geschossen. Und hier Firepower, nicht ein Skill nur drin. Das ist für mich eher ungewöhnlich, muss ich zugeben. Aber da kommen wir gleich zu warum. Survival, alles bis auf AMS genommen. Auch ungewöhnlich, ich weiß aber trotzdem. Je mehr er hier irgendwie alles Mögliche wegstecken kann, umso besser ist er. Dafür dann Mobility. Bis zum Erbrechen geskillt fast. Abgesehen von ein bisschen Torso Jaw, Torso Pitch. Und bei Sensors. Sehr viel den Seismic mitgenommen und Radar Deprivation. Fand ich hier eigentlich ziemlich geil, wenn man eine Position hat, wo man sich gerade als Geschützturm aufstellt, dass man dann sieht, wenn sich Evo und Light einschleichen will, bei Sonnenalarmarsch in Kiste, dass man nochmal schnell mit dem Rücken zur Wand stehen kann. Und Radar Deprivation einfach, falls jemand versucht, mich tot zu lärmen, dass ich mich, wenn ich in Deckung begebe, noch schneller aus seinem Lock-On wieder befreie. Und hier zum Schluss ja eine zusätzliche Consumable-Slot. Das war's ja dann auch tatsächlich schon. Leute, ich bedanke mich herzlichst und saftigst fürs Zugucken. Haut rein, traumhaften Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Adieu.